Jo Leute, willkommen hier zu Hotlap. Wie ihr gewotet habt, so habe ich es auch genommen. Ihr durftet euch entscheiden zwischen dem 1990er McLaren, unter anderem auch Bergers Auto, oder dem 2010er Red Bull, natürlich auch von einem österreichischen Unternehmen geführt. Ihr habt euch für den 2010er Red Bull entschieden, das heißt Nostalgie pur, hier zum Austria Grand Prix in der Steiermark. 1970 gab es das Debüt und damals auch fast Professor hier, auch der Streckenprofessor, Alain Prost mit 3 Wins, einfach unschlagbar hier, 3 Wins, auch Verstappen jetzt und auch Hamilton hat hier 3 Wins, also wir haben viel auf, also wenn Verstappen heute gewinnt, wird es ziemlich interessant. 4318 Meter, hat eine Runde, 10 Kurven natürlich, rechts sind es 9 und links dann 3. 71 Runden, eine mega Renndistanz zu absolvieren, aber es ist auch eine wunderschöne Strecke. Aber ich glaube, es wird heute wieder sehr orange werden. Also Verstappen, der wird das dominieren. Das Auto ist aktuell auf dem besten Stand. 4318 Meter, 10 Kurven, 2 DRS-Zones. Drei DS-Zonen und eine wunderschöne Strecke. In der Mitte steht natürlich der Bulle mit den goldenen Hörnern, die Energy-Marke, die weltweit berühmt ist. Und hier haben wir den 2010er Weltmeister, das Weltmeisterauto von Sebastian Vettel. Mit dem hat die komplette Red Bull-Ära begonnen. LG natürlich auch damals noch als Sponsor. Das ist die Hotlap. Ich bin Tobias und führe hier eine Runde, oder besser gesagt zwei, weil wir auch ein bisschen über das Rennen Qualifying reden, um die Strecke. Hier natürlich auch standardgemäß Kurve 1, mega schwierige Spot, man muss gut rauskommen, man muss die gut erwischen, um eigentlich eine perfekte Runde zu schaffen. Deswegen auch hier in drei Ausführungen, innen leicht den Körper anschneiden, links nicht auf diese gelbe Sausage Cup drauf, kein DS, wir sind 2010, das gab es noch nicht, Kers hingegen schon, der ist noch nicht, Kurve 2 nur dieser Knick und dann Kurve 3 hier, Leclerc Verstappen 2019, 2016, auch Rosberg und Hamilton, eine Berührung und natürlich so und so eine tricky Kurve, wo man sehr, sehr leicht einen Fehler machen kann, aber wenn man sie schafft, ist man eigentlich immer heilfroh, man muss echt sehr zimperlich aufs Gas und dann geht es hier wieder in keine DS-Zone, also die Formel 1-Fahrer werden sie haben, sorry, dass ich das natürlich vorhin erwähnt habe, aber wir haben noch kein DS mit dem 2010 Auto. Kurve Nummer 4, auch sehr interessant, und Kurve 5, für mich ist das eigentlich eine Kurve, aber das wird als 2 gewertet. Das ist eine sehr spannende Kurve, auch sehr schwierig zu fahren, weil links echt die Ideallinie sehr nah am Körper und auch am Kiesbett liegt und ja, oder das, der Körper direkt neben dem Kiesbett ist. Die 6er Kurve, mega spaßig, rechts auch sehr, sehr große Gefahr, dass man da ins Kiesbett gezogen wird. Die 2010 Autos sind echt extrem schwieriger zu fahren im Vergleich zu den 2020er Autos natürlich. Die 7er Kurve und die 8er, die 8er, 7er und 8er Kurve, sorry, ist auch eine spannende Kombination. Und dann geht es in eine schnelle Rechtskurve, wo man echt links auf die Track Limits aufpassen muss. Da habe ich echt extrem aufgepasst, weil das Auto echt sehr unruhig auf den Curbs wird. Das ist, glaube ich, auch nicht gebaut für die. Die 10er Kurve eigentlich nachher nur noch ausrollen lassen. Und das war schon eine Runde hier in Spielberg. Ich hoffe, euch hat es gefallen und danke natürlich auch. Jo, kommen wir ein bisschen zum Qualifying von gestern. Und zwar, ja, war auf jeden Fall eine spannende Sache. Und was Norris da abgezogen hat. Aber zuerst gab es mal eine Diskussion in Q2. Vettel, der echt hardcore Alonso blockiert hat, und das hätte echt schlimm ausgehen können. Kurve 9, 10 war die Diskussion. Gab dann auch nach dem Rennen natürlich eine Besprechung mit den ganzen Stewards und so weiter, wurde sich angeguckt. Eine 3-Plätze-Strafe und einen Strafpunkt. Ich finde, das war auch verdient. So blockieren, das hätte echt verdammt schlimm ausgehen können. So sieht dann nun das veränderte Starting Grid aus. Norris mit einer verdammt guten Runde, der sich da ein bisschen im Windschatten von Verstappen gehängt hat. Auch Perez, der kann morgen echt eine Gefahr werden. Die Mercedes ein bisschen enttäuschend auf 4 und 5, da ging gar nichts mehr. Gasly auch auf 6 und 7. Ich glaube echt, Perez könnte eine Überraschung werden. Es könnte echt ein Doppelsieg für die Red Bull morgen werden und vielleicht Hamilton oder Norris dann auf 3. Was ist euer Tipp? Schreibt ihn gerne in die Kommentare. Erwähnen zwar natürlich auch Russell auf 8, der jetzt noch einen Platz geerbt hat gegen Vettel, der jetzt hinter seinem Teamkollegen zurückgefallen ist. Auf jeden Fall ein mega Qualifying, ein extrem schönes Spektakel anzugucken. Abonniert den Channel unbedingt gern. Morgen kommt ein ausführliches Recap zum heutigen Rennen, das ich auf jeden Fall gewaschen haben werden muss, weil es
hoffentlich ein spannendes Rennen wird. Guckt gerne auf Instagram vorbei. Link ist wie immer unten in der Beschreibung, auch für TikTok und so weiter. Ist alles unten in der Bio. Dankeschön fürs Zugucken. Alle Links. Später kommt natürlich auch noch das Rennen unserer Mega-Season. Link ist wie immer in der Bio. Bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen geht's dann auch in Silverstone weiter und ciao.